2018, meine Damen und Herren. Das Jahr ist ein schwieriges Jahr, zumindest für diejenigen, die von steigenden Kursen ausgegangen sind. Die hatten wir nämlich gesehen schon zu Beginn des Jahres. Und viele Anleger sagen uns, wir werden jetzt langsam nervös. Und wir sehen das auch an den entsprechenden Marktbewegungen. Wie die Derivate-Anleger umgehen mit dieser nicht ganz einfachen Situation, ja, das fragen wir am besten denjenigen, der sich damit am besten auskennt. Lars Brandner, den Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Lars, denn Sie haben genau das gemacht. Sie haben Ihre Anleger auch in diesem Monat gefragt. Was ist die interessanteste Konstruktion? Wie sieht die Struktur aus, mit der man dieser schwierigen Marktlage am besten begegnet? Was war das Ergebnis? Also zunächst mal haben auf diese Frage etwas mehr als 1100 Personen geantwortet. Die Ergebnisse, würde ich sagen, sind nicht wirklich überraschend, wenn wir uns die Marktverläufe der zurückliegenden Monate anschauen. Gemeinhin ist es so, dass im Vergleich zu den Vorjahren auch hier diesmal nicht wirklich überraschend 31% gesagt haben, Kapitalschutzprodukte erscheinen uns in dieser Marktphase eigentlich am interessantesten. Und was man daran merkt, ist, dass diese Zahl deutlich größer geworden ist in Bezug auf Kapitalschutzprodukte. Die restlichen Produkte waren alle Anlageprodukte, nämlich Aktienanleihen an zwei mit 26%, Discountzertifikate, Bonus und Express, also klassische Teilschutzprodukte. Was wir sehen, ist auf jeden Fall, dass Zertifikateanleger, ich will nicht sagen den Ernst der Lage erkannt haben, aber sagen wir mal flexibel genug sind, um in ihren Depots dahingehend zu allokieren, dass das Bild etwas gemischt ist, etwas Risiko rausgenommen wird. Und das erscheint, glaube ich, auch ganz vernünftig. Denn wenn wir uns genau, wie Sie sagen, den Jahresverlauf anschauen, sind wir im Januar von knapp 13.600 im DAX gekommen und landen mal bei knapp 11.000 zum Ende dieses Jahres. Also das bedeutet, dass ausgerechnet die Privatanleger, die in den zurückliegenden Jahren beispielsweise mit einfachen Strukturen durch ETFs vieles richtig gemacht haben und gute Renditen erwirtschaftet haben, in diesem Jahr wahrscheinlich hinten liegen, genauso wie das auch andere sind, die in den Indizes unterwegs gewesen sind. Und jetzt sieht man, und das erkennt man eigentlich auch hier, dass strukturierte Wertpapiere natürlich sehr, sehr gut sind und ihre Stärken ausspielen können, insbesondere wenn es darum geht, das eigene Depot abzusichern. Jetzt stehen wir nicht nur am Ende eines Jahres, sondern naturgemäß auch am Beginn eines neuen Jahres. Wenn ich jetzt höre, Anleger sind da sehr vorsichtig, nehmen den Fuß vom Gas, gehen aus dem Risiko raus, setzen auf Kapitalschutz. Ihre Erfahrung ist jetzt gefragt, wie wird das im Jahr 2019 sich entwickeln? Naja, wenn wir das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen, dann stellen wir mal eines ganz sicherlich fest. 2018 war ein unglaublich politisch geprägtes Markt- und Börsenjahr. Wir sind gekommen aus der Frage, ist die Türkei pleite? Wir sind gekommen in Schwierigkeiten der Zollfragen mit Amerika. Wir sehen diesen Zollstreit zwischen den USA und China nach wie vor schwelen, der ist ungeklärt. Wir wissen nicht, wie lange es mit den italienischen Finanzen gut geht, ob der Euro Bestand hat, wie sehr sich Frankreich im kommenden Jahr verschuldet. Wir wissen nicht so genau, wie der Brexit nun eigentlich vonstatten gehen soll. Also auch das nächste Jahr, da deutet ja einiges darauf hin, wird ein sehr politisches Jahr werden, das sicherlich Einfluss auf die Marktbewegungen hat. Und wenn wir uns mal zurück entsinnen, dann sind die zurückliegenden Jahre sehr, sehr gut an den Börsen gelaufen nach der Finanzkrise. Da haben wir jetzt mal 6, 8 wirklich gute Jahre gehabt. Das heißt, der Verdacht, dass es zu einer nachhaltigen Korrektur kommen wird oder kommen könnte, in Bezug auch auf die politisch ungeklärte Sachlage, glaube ich, ist es sicherlich begründet, dass Privatanleger und auch alle anderen Investoren davon ausgehen, dass sich nach oben zunächst mal nicht ganz so viel bewegt, weil, glaube ich, auch die Downside wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Das heißt, wir müssen so ganz langsam uns mit den Gedanken anfreunden, auch das Buch der Börsenweisheiten so ein bisschen umzuschreiben, zumindest den einen Satz. Politische Börsen haben kurze Beine, weil wir festgestellt haben, sie haben hin und wieder doch recht lange Beine. Naja, meistens in der Vergangenheit ist das ja so gewesen. In dem Fall ist es ja so, dass die politischen Krisen alle nicht bewältigt worden sind. Und es spielt einiges. Wie sieht es aus mit den Rückkäufen der EZB? Wie geht die Politik da weiter? Bleiben die Zinsen weiter unten in Europa, weil die EZB weitestgehend dominiert wird durch südeuropäische und sehr verschuldete Länder, die sonst größte Schwierigkeiten haben, weiter zu wirtschaften? Das sind natürlich alles politische Themen, die da auf der Tagesordnung sind. Aber das, was wir, wenn es schon um Börsenweisheiten geht, ganz sicher gelernt haben, ist,
dass sie mit den meisten Finanzprodukten tatsächlich nur dann Geld verdienen können, wenn die Märkte nach oben gehen. Und das ist genau der entscheidende Unterschied zu den strukturierten Wertpapieren. Mit Zertifikaten können sie eben ganz genau entweder zur Absicherung ihres Depots arbeiten oder sie nehmen vielleicht auch gegebenenfalls ein wenig mehr Risiko rein. Zumindest ist es möglich, für jede Marktphase ein passendes Produkt zu finden. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Anreiz für Anleger, auch im nächsten Jahr investiert zu sein. Aber Vorsicht, der erhobene Zeigefinger, nicht nur mit dem Gürtel, sondern vielleicht auch noch zusätzlich den ein oder anderen Hosenträger. Das zumindest das Ergebnis der jüngsten Mitgliederumfrage des DDV. Lars Bandauer, der Geschäftsführer des DDV. Dankeschön, des Deutschen Derivateverbandes. Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen und schöne Weihnachten.